Legenden erzählen, dass er in Armenien missioniert und den kranken König Abgar von Edessa geheilt haben soll. Thaddäus oder auch Judas Thaddäus, wie er in der Bibel genannt wird, war einer der 12 Apostel. Thaddäus bedeutet der Mutige und vielleicht wird er deshalb in aussichtslosen Situationen angerufen. Das finde ich auch das Schöne, diese Gelassenheit, wo ich versucht habe zu lernen vom Thaddäus, finde ich was Schönes, dass der sich gedacht hat, eieiei, aussichtslos. Mein lieber Pfarrer, du weißt gar nicht, was aussichtslos ist. Deine Sachen sind Gott sei Dank in aller Regel harmlos. Und da schmunzle ich heutzutage. Ich zünd immer mal wieder eine Kerze an und sage, Thaddäus, ich habe wieder ein Anliegen. Weiß genau, dass er meint, ich bin nicht zuständig, ist nicht aussichtslos. Aber trotzdem, ich finde ihn nett. Es ist ein heiter, entspannt, freundschaftliches Gedanken zueinander. In St. Thaddäus in Augsburg-Kriegshaber wurde vergangenen Sonntag Patrozinium gefeiert. Der Festprediger Florian Schuller ging dabei auf die Anfänge der Kirche während des Nationalsozialismus ein. Er betonte, wie ungewöhnlich es in dieser antijüdischen Zeit gewesen sei, die Kirche nach dem heiligen Judas Thaddäus zu benennen. Und von dem her finde ich das unwahrscheinlich bewegend, dass das möglich war, ob bewusst oder unbewusst, damals weiß ich nicht. Und vor allem, dass das in einem Ort ist, Kriegshaber, der ganz stark auch von jüdischer Tradition geprägt war im 19. Jahrhundert. Da gibt es noch die Synagoge, da gibt es den jüdischen Friedhof. Und dass da der Judas Thaddäus der Patron der Pfarrei ist. Um den Heiligen zu ehren, komponierte der Organist Robert Helmschrott vor 65 Jahren eine Thaddäusmesse für die Pfarrei. Und vergangenen Sonntag wurde sie vom Odeon Ensemble München nach langer Zeit wieder aufgeführt. Es war eine wunderbare Erinnerung an damals, an die Zeit, wo sie entstanden ist. Und wie gesagt, ich war 20,5, als ich im März 1959 hier engagiert worden bin mit einer halben Stelle als Chorleiter und Organist. Und dann war im Oktober das Patrozinium. Und dann dachte ich mir, da muss ich etwas Besonderes schaffen. Und das haben wir heute gehört. Und da freue ich mich und bin sehr dankbar, dass das stattgefunden hat. Die Musik ist von der Gregorianik inspiriert und von einer modernen Tonsprache geprägt. Das ist ungewöhnlich für ein Musikstück, das zu Zeiten entstanden ist, als die Gottesdienste noch auf Latein stattfanden. Eine wirklich impulsartige Musik, die aber gleichzeitig die einzelnen Glaubensinhalte, Glaubensgeheimnisse, sei es vom Credo oder sei es dann eben auch der Jubel im Sanctus, der Engelchören und so weiter, gut zur Darstellung bringt. Ich denke auch sehr bildhaft, wenn man ein bisschen die Texte mitliest des Ordinariums, kommt man dann schon dahinter, was gemeint ist. Also insgesamt sehr farbig, auch kraftvoll. Also ein junger Mann in Sturm und Drang, würde ich sagen. Moderne Musik für einen alten Heiligen. Ein Zeichen dafür, dass Tradition und Moderne sich nicht widersprechen müssen. Und das war an diesem Tag in Kriegshaber hörbar.